Hey und jetzt willkommen zurück auf dem kleinen Painter. Wir haben letzte Folge den Grunde nach alles in Beduslan abgeschlossen, waren auch in Bakamas Festung drin, haben einen weiteren Bossmob getötet und wollen jetzt in dieser Folge nach Gegmarus gehen und dafür müssen wir auf das Battleschiff gehen. Guten Tag. Gibt's keine Battleschiff-Sequenz mehr? Doch, die gibt's immer noch und die schauen wir uns auch an. Good. Nyuk, nyuk. This should be enough supplies. We'll be there any minute. It's a Dredgian. The fortress is under attack. Böse, böse Dredd. Stand your ground. Reinforcements have arrived. Hört sich an wie ein Feuerwerk. Tear the Dredgian apart. Protect the fortress. Hui, wir springen mit runter. Das würde ich auch gerne können. Also als Skill. Das haben wir toll gemacht. You got here just in time. Things were getting ugly. With you here, we can really take the fight to those blasted Balar and sun-addled Ilios. Gut, dann gehen wir mal in die sonnenvergifteten Ilios vor. Wir sind hier in Beduslan angekommen. Es gibt hier Kampagne, die wir hier an der Seite annehmen können. Es gibt hier neue Orte, wo wir... Hier ist das Aha-Lager. Ich gehe mal gleich einmal durch. Guten Tag, Cheska, die exhausted ist. Also verausgabt und so. Wir müssen jetzt mit Rachel reden. Das ist hier die Obermakerin in Beduslan. Quatsch, Gegmaros, pardon. Aber erstmal gehen wir auch mal eben zum Lager, weil wir wirklich so viel Zeug haben, was mal langsam weg muss. Guten Tag, liebes Lager. Welcome, Deva. Jupp, willkommen. Wir erweitern das einmal. Wow, kostet das viel China. Alter Schwede, noch eins. Was soll das denn? Ich glaube, wir hatten ja auch Sachen reingepackt, wo wir gesagt haben, hey, wir haben kein... Wir können nichts mehr verkaufen. Da waren wir ja am China Cap, wo wir die Sachen hier reingetan haben. Und das sind wir jetzt nicht mehr. Also strukturieren wir das einmal um. Und nehmen die Sachen zum Verkaufen mit und werden sie gleich beim nächstbesten NPC einmal verkaufen. So, sortieren ist wichtig. Wir werden uns aber auch erstmal links hier am Obelisken binden. Falls wir irgendwann doch mal sterben sollten. Man kann es ja nie wissen. Und ansonsten können wir halt Rückkehr auch dahin machen, was auch ganz cool ist. So, guten Tag, Richel. Asphalumbra. Ja, Asphalumbra. Da haben wir Notify. Ja, zweiter Ruf für Noxana, aber ich weiß noch nicht mal. Oh, wow. Ist der... I'm surprised you're not one with the ether yet. Ist der NPC beim ersten Mal auch gespawnt? Ach du heilige grüne Neune. Kann es sein, dass ich den NPC wirklich nicht gesehen habe? Wir gehen jetzt erstmal Noxana rein. Der zweite Ruf in Noxana. Haben wir jetzt hier irgendwelche Sonderquests? Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt gerade abgeht. Wir haben hier eine Quest fertig bekommen. Wo wir Movement Speed kriegen. Schön. Mal eben kurz gucken. 5 Schaden um mein Target. 10 Schaden. Wer im Airbind ist, kriegt zusätzlichen Schaden und das ist auch ein Airbind machen. Okay. Wir müssen jetzt mit diesen Sonderskills, die es gibt, jetzt hier durch. Da haben die gar keinen Kühler. Mehr Airbind! Dreh dich! Boom! Wo müssen wir überhaupt hin? Müssen wir ganz normal die Instanz fertig machen, weil da müssen wir eher so hier hin. Kommt der da hinten mal ran? Komm mal ran auf den Meter. Danke sehr. Hier vorne ist Kill the... wir haben gerade, dass meine Quests hier im Weg sind. Das machen wir mal kurz. Ich weiß nicht, wieso jetzt so. Wir machen das hier mal kleiner, dann kann ich das nämlich runter machen.
So. Also, wir müssten den Artefaktprotektor töten, den Siegelbrecher und den Endboss dann. Ich würde mal sagen, das passt, wenn wir die alle bis hierhin laufen lassen. Ihr merkt, wir haben auch eine ultraste Regeneration hier drin. Also, das hat überhaupt nichts mehr mit der alten Oksana zu tun. Also so überhaupt gar nicht. Hier ist der Protektor der, des Artefakts. Aber wir machen auch gar keinen Schaden. Ich meine, schaut mal kurz auf die TP-Zahlen. Das ist fertig. Jetzt müssen wir den Siegelbrecher Mob gezogen. Woher kommt ihr denn? Guten Tag. Habe euch noch nie gesehen in meinem Leben, aber schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr hier wart. Ach, der konnte nicht gezogen werden, weil er hinter so einem Astchen stand. Oh, oh. Okay, wir sind doch nicht verbuggt. Hat gerade leicht Angst bekommen. Können wir eigentlich das Artefakt noch aktivieren und damit einen Buff kriegen? Nein. Okay. Müssen jetzt hier weiter. Guten Tag. Ich bin's mal wieder. Euer schönster Albtraum. Obwohl, nee, in der Instanz waren wir auch schon. Ein Albtraum, wie sie jetzt heißt. Ich würde sagen, die da ziehen wir mit den da und hier den hier zusammen. Und dann machen wir sie erst alle, wenn sie zusammen stehen. Ja. Ich meine, wir können zwar nicht so enorm viele treffen, aber da muss ich weniger laufen. Zwischen den einzelnen Mobs. Den da ziehen wir uns mal ran. Ziehen wir uns den da auch nochmal ran. Jetzt ziehen wir uns den da auch nochmal ran. Easy peasy. Okay, Siegebreaker müsste eigentlich, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Weiß Nahkämpfer, das ist das Tor. Wir schauen gleich nochmal, wir finden den auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass hier eine gewisse Reihenfolge vorgeschrieben ist. Okay, es ist nicht der Artefaktwächter gemeint, der steht nämlich da oben. Siegelbrecher, wo wirst du nur sein? Was bringt mir eigentlich die Instanz? Bringt das irgendwie besonders für die EP oder so? Hier ist eine Belagerung. Eine Belagerungswaffe! Hopp, 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 hopp. Was ist das da? Immobilisierung, das ist ja langweilig. Ah, okay. Siegebreaker ist gemeint, ich soll das Tor zerstören. Jetzt müssen wir den Boss hier zerstören und wir sollen hier anscheinend so machen. Brupp, 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 brupp. Wir fahren hier einmal durch und machen alle mit unserem tollen Panzer kaputt. Haben eben ein Level abbekommen. Das macht natürlich auf jeden Fall Spaß mit unserem Mega-Panzer hier. Wir haben nur ein paar viele Targets und ich habe gerade Angst zu sterben. Deswegen müssen wir ein bisschen schneller schießen. Wir bewegen uns mal hier raus. Rückzug, Rückzug! Es sind so viele, so viele! Scheiße, verdammt, ey. Wo ist meine schöne Regeneration hin, die wir noch hatten? Kann ich auch irgendwie aus dem Ding hier wieder aussteigen? Nee, da nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier aussteigen kann. Anscheinend geht es nicht. Aber ich habe mit dem Ding hier irgendwie keine Regeneration. Nicht so richtig. Nicht so krass wie sonst. Warte, jetzt sitzen wir quasi. Habt ihr dadurch gesehen, dass der bestimmt einmal so runtergegangen ist? Wir müssen noch den Noxana-General da hinten töten. Aber mit den aktuellen TP wird das schwer. Wir immobilisieren. Wollten die zumindest immobilisieren. So, die sind hinten alle gestorben. Ach, das waren gar nicht die hinten, die ich angegriffen habe. Jetzt irgendwie anstrengend. Wow, 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 noch nicht den General angreifen, danke sehr. Wir müssen erst hier ein bisschen clearen, bevor wir den General töten können. Garantiert, sonst wird das nichts werden. Es kann doch nicht sein, dass man den im Panzer zerstören soll. Das ist doch langweilig. Irgendwie ist diese Instanz halt echt nicht schwer. Jetzt haben wir den Töten. Training ist vorbei. China-Bündel haben wir bekommen. Wie viel China ist da drin? 100.000, das ist doch nicht euer Ernst. You're too slow, too weak. You need more training, Deva.
Okay, müssen wir jetzt jedes Mal alle so und so viel Level das trainieren? Das war jetzt irgendwie. Oh, okay. Ganz schön unnötig. Den hier. Hä? Das ist das. Den müssen wir nochmal machen. Verstehe ich jetzt nicht ganz, sorry. Aber wir haben den doch schon aufgebracht. Wir haben ein Problem. Dadurch, dass wir die Quests in der falschen Reihenfolge quasi machen. Egal. As Fillumbra. Nicht so wild. Gal'Kamaros Fortress is the first foothold we established in Ich finde Valaria. das Video, bin nicht ich, dass es so schlecht aussieht. Ja, das sind die. Using the fortress as our main base of operations. We are undertaking missions to advance into Valaria. We have cut a fair swath of land out for ourselves, but we've been met with fierce Belor resistance that's holding back our advance at Vagabatam. Once the Sedonix arrives, there won't be a Belor left to stand against us. In the meantime, we could use your assistance. We'll need to soften up the Belor defenses. Any intel we can gain on their positions will make our airstrikes more effective. Ja, schön. Ist deren Längenhalt ernst, Längenmaß wirklich Intel? Bisschen eigenartig. Wir müssen jetzt hier draußen Mobs töten. Okay, schön. Aber wir wollten erst noch an einen Menschen vorbeilaufen, wo wir verkaufen können. Es wäre jetzt echt blöd, wenn deswegen die Quest nicht mehr gehen würde. Naja. Hoffentlich kriegen wir unser OP-Gear woanders her. So, Crap-Zeug verkaufen. Das ist schlechter, das ist schlechter. Ihr merkt, da ist ganz schön viel, was wir nicht verkaufen konnten, weil wir mit dem Main schon zu viel Zeug verkauft hatten und deswegen der Kleine nicht mehr so viel China machen konnte. So, verkaufen. Wieder Platz. Schön. Da ist unser China-Bündel mit den fast gar kein China. Also lächerlich wenig im Vergleich. Naja. Hier vorne ist eine Quest, die wir annehmen können für Sheska. Oh, hier ist ein weiterer Boss. Das finde ich cool. Wir nehmen mal einen kleinen TP. Oh Gott, 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 oh Gott. Au, das tat weh. Ich konnte noch nicht fliegen. Ja, wir haben eine weitere Lootbook-Quest fertig bekommen. Okay, wie zum Heck sollen wir so viele Boss-Monster töten? Ich meine, so unglaublich viele Instanzen gibt es jetzt nicht auf unserem Level. Nein, wir werden angegriffen. Da muss ich direkt mal mithelfen. Tschüss, Mobs. Ist voll egal, ob man das macht oder nicht. Aber wir ziehen uns erstmal hier von dem hier Leben. Zumindest ein paar Leben. Weil ich das nicht mag, so komplett ohne Tepe hier zu sein. Schau mal an, was der hier für Sheska möchte. Wir müssen mit jemandem reden. Wo ist der? Da. Ich mache hier erstmal die Quest. Gibt es hier wirklich nur den einen? Der soll auch legendär droppen. Nicht nur, die in Bedusan haben ja uralte. Okay. Wenn der hier so AFK rumsteht, glaube ich, dass hier nachher auch noch ein Mob droppt. Egal. Die in Beosan haben ja uralte Potions gedroppt. Und die in Gal'Kamaros bzw. Inkison, ist die Gegenmap von den Edeos, die sollen nicht legendäre Potions droppen. Ich hatte auch irgendwo noch einen Mana-Skill. Da. Legendäre Potions droppen. Sollen die. Ne? Und halt wieder Waffen. Aber legendäre Potion zu droppen ist halt wirklich mega gut. Wir müssen einfach jetzt 10 Mobs zerstören, vollkommen egal. Wen, wo, was. Wir werden dabei ein bisschen drauf achten, dass wir wieder Mana-TP kriegen, so ein Shit. Man kann ja nie wissen, was man gerade am ehesten braucht. Move closer to your target.
Oh, wir haben einen Mana-Stein gedroppt. Sogar zwei. Also hier droppen sie schon anscheinend ganz gut. Ja, manchmal ist es wichtig, dass man was schreibt. Da hat jemand gefragt, woher zum Heck man Libo-Trace kriegt. Und anscheinend kennt er meinen Goldsand-Guide nicht, denn da zeige ich das Item. Ja, nein, das soll jetzt nicht heißen, dass jeder meine Guides kennen soll. Gott bewahre. Das sind teilweise so unnötig, wenn man das eh schon weiß. Ich meine, ich ziehe mir das auch irgendwie aus den Fingern raus. Ne? Okay, einen Mob brauchen wir noch. Nehmen wir mal den da. So, und dann haben wir die fertig. Jetzt müssen wir hier den Typen, das Item, was wir bekommen haben, benutzen. Und zwar hier hinten. Dieses Item hier, das da. Dafür müssen wir da erstmal hin. Wir nehmen hier wieder unseren Löwi, den wir nehmen können. Gott, ich will den dort töten, aber momentan haben wir garantiert zu schlechtes Gear. Wir sind viel zu viele Level unter dem Viech. Noch ein Level und wir können hier das letzte von Leonor uns abholen. Gehen wir noch die durch die Mobs, die nicht aggro sind. Wir müssen hier oben rauf. Zumindest in die Nähe davon. So, Kampagne. Weißt du, wir müssen das nicht da oben reinmachen, aber ich will, dass es schön ist. Also setzen wir es jetzt hier oben hin. So richtig rein. Braucht man nicht. Und jetzt? Was jetzt? Müssen wir mit der da drinnen reden. Okay, das bietet sich an, weil wir auch für die dunkelblaue Quest dorthin müssen. Nein, wir haben einen Mob gezogen. Was ist das? Ach, das Schild. Das Stigma, was jetzt langsam mal abgegangen ist. So, wir haben uns jetzt hier dieses, wenn man tödlichen Schaden kriegt, dann bin ich jetzt echt einmal im Kreis. Oh. Ich sollte das hier reinsetzen und habe es da hinten reingesetzt. Ja gut, das ist vollkommen egal, wie ihr gerade eben gemerkt habt, ob ihr es jetzt dort in das Ding reinsetzt oder irgendwo hier. Hä, da kann man es nicht mal setzen. Man muss das wirklich da hinten setzen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wie komme ich hier wieder raus? Da vorne. Gott, war ich gerade Panne. Ich habe das wirklich nicht hingekriegt. Ich wusste nicht, wo ich hin muss. So, jetzt sind wir aber hoffentlich auf dem richtigen Weg, oder? Ja, das sieht gut aus. Perfekt. Hilfe. Ein kleines bisschen Panne muss sein. Der wird ja auch nicht angefasst. Da unten ist noch einer. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hinten die Cheska-Quest abgeben. Oder zwischen abgeben. Ach, hier ist das gar nicht. Ach, oben müssen wir hin. Okay. Da kriegen wir schon wieder einen Ring, der besser ist als unserer. Man kriegt so unglaublich schnell neue Waffen. Also überlegt euch gut, ob ihr unmittelbar für die legendären Waffen zu den Mobs hingehen wollt. Das ist so eine Frage. Jetzt müssen wir hier die Box da hinten erholen. Ich freue mich auf das Windstream-Training, was wir vielleicht machen müssen. Ich weiß es nicht, ob das ernsthaft... Wir sind dort an einem Hugel festgehangen und ja. Hier ist eine Medizinbox, die wir nehmen müssen. Und jetzt müssen wir das dem da draußen geben. Wir können mal sprinten. Ihr wisst ja, doppelt W drücken und man sprintet. Das war ein bisschen schwer zu lenken, aber es ist definitiv schneller als das normale Laufen.
Guten Tag. Ich hätte gerne dir die Medizin gegeben. Was jetzt noch? Noch was? Ich hoffe, ich soll jetzt nur alle hier anklicken und mehr nicht, ne? Ja gut, damit die First Quest fand ich voll okay. Jetzt müssen wir Cheska das sagen, was passiert ist. Und das Rezept zu Cheska bringen? Irgendwie so. Wie viel, was kriege ich dafür? Ach, Mana-Steine, ja gut. Wir müssen dran denken, dass wir physisch sind. Ich wollte gerade instinktiv Magic Attack auswählen. Aber wir sind eine physische Klasse. Also wählen wir physische Attack aus. Selbst wenn wir Stoff tragen, aber wir tragen physischen Stoff, weil der extra dafür eingeführt wurde. Leider. Jetzt können wir da vorne die Kampa abgeben. Wird doch mal Zeit. Haben auch, das ist eine 41er Kampa und wir sind 44. Na, müssen wir auch mal bedenken. Übrigens, von 55 auf 56 könnt ihr nur über die Kampagne leveln. Nicht durch irgendwas anderes. Ich habe jetzt aber viel Zeit gewastet. Ist das schlimm, meine liebe Valletta? Jetzt müssen wir mit irgendwem reden, der hier draußen rumgammelt. Da vorne. Das ist neu, dass man mit dem reden muss. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ist der unten oder oben? Oben. Gut, dann wird das jetzt wirklich unsere Windstream-Quest werden. Aber wir können hier erstmal den Lenors Ball wieder anklicken. Guten Tag. Und kriegen dort 500 B-Miolum raus. Was man benutzen könnte, um den hier aufzuleveln. Das Problem ist, wir müssen erstmal kurz hier dessen EP-Leiste vollmassen. Da müssen wir ihn dismissen. Und dann Menü. Oh, wie ging das nochmal? Evolution. 300. Ich habe nicht genug China. Gut, so viel dazu. Wieder beschwören. Wenn ich nicht genug China habe, kann ich auch nichts machen mit dem. Guten Tag. Oh, wir kriegen eine Videosequenz. Die ist neu. You'll find wind streams where the atmospheric pressure varies. They'll take you from one place to another very quickly. Just jump into the stream and let the wind carry you. If you want out before the stream ends, just change direction and slip out. So einfach geht das nicht. Gelkamaros has many wind streams. Some might even lead to hidden areas. Okay, cool. Jetzt müssen wir den Windstream hier benutzen. Einfach springen, nochmal Leertaste, dann gleitet ihr und dann, ja. Jetzt sollen wir den nächsten Windstream benutzen. Hiermit könnt ihr euch verschnellern. Standardtaste ist R. Einfach nur mit diesem Windstream hier lang gleiten. Mehr müsst ihr nicht machen. Ihr werdet hier aus dem Windstream rausgeschmissen. Mit Weg kommt ihr ein bisschen schneller nach unten. Dann geht ihr in den nächsten Windstream rein. Und jetzt müssen wir dem Windstream im Arayon Canyon benutzen. Leute, bleibt einfach in diesem Ding drinne. Glaubt es mir. Normalerweise klappt das nämlich, wenn man einfach nur bis zum Ende durchgeht. Bitte, bitte. Perfekt. Bis zum Ende, also nicht ganz bis zum Ende, aber sehr weit warten und nicht meinen, hier in einen der beiden anderen Windstream reinzugehen. Und da vorne ist ein Bossmob und den werden wir jetzt töten gehen. Der sollte in dem Level sein, dass wir ihn tot kriegen. Das heißt, rüber zu dem mit uns. Aber erst hier natürlich abgeben. Ich würde sagen, wir nehmen die Quest an und dann gehen wir einmal rüber. Wow, gibt es hier viele. Welcome. Wow, der wirkt ja motiviert. Welcome. Ach, süß. Da gibt es noch eine Quest. Lord Taylock is in pain. So, und jetzt dürfen wir einmal da hinten hin. Nicht so schlimm, wenn wir Mobs ziehen. Wir wollen hier nur einen Boss töten. Wo ist der Richtige? Da. Da ist er. Das ist unser Liebling. Den wollen wir tot sehen. So.
Mehr Schaden aufs Ziel. Kreise auf dem Boden. Und Laserstrahl. Ist das nicht ein Resist? Er reflektiert zwar Schaden, aber das zählt nicht für den Laser. Was zum Heck? Euer Ernst? Okay, das war zu einfach. Und da haben wir die nächste Waffenkiste hergekriegt. Die hat zwar weniger Waffenschaden, aber das andere ist so enorm besser, dass wir die deswegen nehmen. Und jetzt können wir hier Mobs zerstören. Das war definitiv einfacher, als ich das wollte. Weiß ich nicht. Was ich dazu sagen soll. Ich weiß nur, dass hier unglaublich viele Mobs sind. War das schon immer so, dass hier so extrem viele rumstanden? Ich will mich gar nicht dran erinnern. You can't attack that now. Man merkt auf jeden Fall, dass mehr Attack Speed auch mehr bringt. Also ich werde später eine Attack Speed vielleicht mit ein kleines bisschen Cast Transfer haben. Wenn ich selber was habe. Ich habe eh schon Hammerhuhn und das ist ganz gut. Aber wir wollen erstmal noch ganz normal leveln, so wie alle anderen auch. So viele Mobs, die ich jetzt zerstören muss. Tut mir ja richtig leid, irgendwie. Aber auch nicht. Unser Range ist gar nicht mal so krass weit. Ne? 15 Meter ständig wieder. Also. Das ist quasi, wenn ich das richtig sehe, ist die Range tatsächlich die einzige Schwäche des Painters, die ich bisher herausfinden konnte. Also. Ich spiele ja auch die Klasse, um die Schwächen zu finden, um zu verstehen, wie es funktioniert, welcher Laserstrahl besonders gefährlich ist und so weiter. Zum Beispiel der nach dem Airbind ist tödlich hoch 10. So, Quest fertig. Leider keine Instant-Quest, aber wir kriegen daher ein weiteres Stigma. Ein großes Stigma, unser erstes großes Stigma. Aber da hinten müssen wir auch noch Mookies töten. Wupp. Hallo Muki. Gott, ich hab's geliebt, damals als die Verwandlung rumzulaufen. Das war so toll. Das Buffhut nehmen wir uns auch mit, da sage ich nicht nein. Move closer to your target. Wisst ihr, Muki Fluff und Muki Tuft. Auch süß, ne? Und das andere sind einfach Proben von den Dianoris. Puh. Oh, Dione. Verbraucht er auch schon irgendwas Süßes. Nur die kleinen Mookies und Pokies sind süß. Also Pokomoki und Hihomoki, ne? Damit wir da ein bisschen genauer sind. Das Lustige ist, wenn man hier zu nah an das Camp rangeht, meinen auch die Wachen immer ein, die Mobs wegzukillen. Das ist immer super mies, weil die so schnell kaputt gehen. Oder war es zumindest mal super mies. Und noch ein Hiho. Und dann sind wir auch mit diesem Quest hier fertig. Zup. Und Schmetterling. Und er fliegt auf den Boden. Glaub mir, manchmal haben diese Viecher echt eine geile Engine. Also, so verpeilt, glaubt ihr mir gar nicht. Guten Tag, ich hätte Quests zum Abgeben. Yep, genau für euch. Okay, nächstes Level ab. Wir sind ein bisschen voraus, würde ich das nennen. Wir haben auf jeden Fall hier ein Stigma bekommen. Sonst noch irgendwas Tolles? Nö. Wir haben nur wieder keinen Platz im Inventar und hier kann man nicht verkaufen, oder? Nö. Dann sind wir gezwungen, das Inventar nochmal aufzuwerten. Selbst wenn das sau viel China kostet, aber ansonsten fehlt uns halt was. Ihr merkt, das eine Kügelchen ist weg. Das können wir also nicht mehr benutzen. Wir gehen mal hier hinten in die Richtung. Da ist nämlich noch unsere Quest. Wir müssen mal schauen. Tarlok, ja. Wir müssen für die Kampagne in Tarloks Höhle reingehen. Und wir müssen für die Quest mit Tarloks Wächter reden. Also allgemein, wir müssen Tarlok. Das hier ist ein
Gika? Sind wir jetzt gestunt und können nicht mehr für 10 Sekunden angegriffen werden? Aber was macht das für einen Sinn? Wieso sollte ich mich selber stunnen? Übrigens hier auch, ein paar Skill-Beschreibungen sind teilweise noch falsch. Beim SM steht einfach, dass man die magische Verteidigung des Gegners um 500 hochsetzt. Nicht runtersetzt. Hochsetzt, das macht halt gar keinen Sinn. So, hallo Talok. J-Lock speaks. Okay, die 30 Minuten sind rum. Wenn ich jetzt in Talok reingehen würde, würde das deutlich das alles sprengen. Wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder. Da werden wir Taloks Höhle betreten und die Kampagne und die Quest da drin machen. Ich wünsche euch bis dahin noch ganz viel Spaß und würde sagen, bis dann.